erreichte St. Sebastianus Düllern mit 73,10 Punkten. Der erste Preis geht an St. Severinus Leer mit 73,7 Punkten. Und der Ehrenpreis in der Gruppe 1 an die Vereinigten Schützen Bremen-Rützgen mit 74,5 Punkten. Wir kommen zur Gruppe 3. Die Gruppe 2 waren die Gastbruderschaften, die sind ohne Wertung in der Gruppe 3. Erreichte den dritten Platz St. Josef Schaar, Hohenbusch-Niederbusch mit 70,0 Punkten. St. Josef Schaar. Der zweite Platz in Gruppe 3 geht an St. Josef Hastenrath mit 71,5 Punkten. St. Josef Hastenrath. Ja. Den ersten Preis in der Gruppe 3 geht an St. Peter und Paul Hatterath. Wir haben die Bruderschaft, die Gastbruderschaft aus Gilrath hier, die noch ihr Andenken holt.
kommt jetzt Hatterath. Hatterath hat den ersten Platz. Jetzt kommt wieder der Auftritt der Königin. Den Ehrenpreis in Gruppe 3 geht an St. Petri und Pauli Wallenrad mit 81,3 Punkten. Gruppe 4. Hier erreichte den dritten Platz St. Johann Johannes Baptist Höhmen mit 71,7 Punkten. St. Johann Baptist Höhmen. Den zweiten Platz in Gruppe 4 erreichte St. Salvator Langbrosch mit 72,5 Punkten. St. Salvator Langbrosch. Platz in dieser Gruppe geht an St. Urbanus Birten mit 73,45 Punkten. St. Urbanus, ja, ich habe gewonnen. In dieser Gruppe geht an St. Johanni Rangel mit 74,8 Punkten. Der dritte Platz an St. Quirinus Willen mit 70,8 Punkten. Eine junge Schütze holt den Preis ab, das finde ich schön. Zweite Platz geht an St. Joachim Schwalla. Die Erreichung 71,2 Punkte. St. Joachim Schwalla. In dieser Gruppe geht an St. Michael Hillensberg. St. Michael Hillensberg, der erste Platz in dieser Gruppe.
ist noch jemand von Hildesberg hier? Das sieht nicht so aus. Dann kommen wir zum Ehrenpreis in dieser Gruppe, den erreichte St. Egidius Kreuzwald mit 76,4 Punkten. Wir kommen zur letzten Gruppe. St. Martini Isenbruch erreichte mit 68,7 den dritten Platz. St. Martini Isenbruch. Zweite Platz ging an St. Sebastianus Safen mit 69,4 Punkten. St. Sebastianus Safen. Dr. König. Der erste Platz mit 73,4 Punkten geht an St. Peter und Paul Schalbruch. Vater und Sohn. Und der Ehrenpreis in der Gruppe 6 geht demzufolge an der Bruderschaft, die noch übrig ist. St. Joachim von Nepomuk Harvard mit 74,2 Punkten. Bevor ich jetzt den Dekanats-Bundesmeister Wanderpokal überreiche, bitte ich doch nochmal die Kreisrichter von eben, die beim Kaffee trinken waren, nach hier oben, damit der Präsident sich bedankt mit einem kleinen Präsent. Letzten Auszeichnung in diesem Schützenfest. Wir haben die Plätze schon mehr aufgeschrieben. Der Dekanats Bundesmeister Wanderpokal. Er rang mit der Tageshöchstzahl von 81,3 Punkten die St. Petri und Pauli Schützenbruderschaft Seiderat.
kommen noch mal mit Geburtstagsgeschenk abholen. Ja, ein wunderbares Musikfest. Vielen Dank damit. Noch nicht den Abschluss. Aber das offizielle Ende. Als Dekanatsbundesmeister möchte ich mich bedanken. Beginnen bei den Ehrendamen, die so wunderbar vor uns hergegangen sind und den Ort sowas von toll repräsentiert haben. Mädels, Applaus für die Bund, für die Ehrendamen. Ein großes Dankeschön dem Schirmherrn, dem Kaiserpaar und natürlich dem Präsidenten Anton Wolf mit seiner Mannschaft, die meines Erachtens ein tolles Schützenfest organisiert haben. Wir hatten am Freitag schon einen wunderschönen Heimatabend. Ich bin begeistert. Und mein Ehrendekanatsbundesmeister, hätten wir nicht so immer können. Herzlichen Dank, St. Nikolai Straße. Ihr habt das toll gemacht. Ich möchte mich auch bedanken bei meinen Dekanatsvorstandskollegen, die mir geholfen haben bei der Vorbereitung. Ich möchte mich bedanken bei allen Königs- und Kaiserpaaren, bei allen Prinzenpaaren, Schülerprinzen, die heute hier waren und bei den vielen, vielen Schützenbrüdern und Schützenschwestern, die unser Fest, so glaube ich, Anton, alle bereichert haben. Herzlichen Dank euch allen, auch der mir ausgehalten hat bei der Preisverleihung. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Schützenfest im 2024 in Wustersee. Einen Dank muss ich noch sagen an Rot Roth und an Präses René Merkens, der eine tolle Feldandacht gemacht hat, bei treffenden Worten. Herzliches Dankeschön. Herzliches Dankeschön. Und gerne wieder, kommt gerne wieder zu unseren Festen. Ich freue mich, wenn die Geistlichkeit auch immer dabei ist. Herzlichen Dank euch allen. Herzlichen Dank nochmal an Straten. Noch einen schönen Abend. Und eine schöne Kirchensmorgen. Anton, vielen, vielen Dank. Ich bin stolz auf St. Nikolai. Ja, lieber Maurer, ich darf auch dir Danke sagen. Ich glaube, das ganze Dekanat ist stolz darauf, dass wir so einen tollen Dekanat wieder nach Lebensmeister haben. Vielen Dank für deine Mühe. Vielen Dank aber auch an euch, liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, für die Beziehungen, Vereine. Vor allen Dingen der größte Dank an euch, den Majestäten und euch. Liebes Publikum, ein Fest vorzubereiten bringt viel Mühe mit sich, auch wenn man so einen Besuch entlohnt wird. Für alle Mühen haben sich gelohnt. Vielen, vielen Dank für euer Erfahrung.